Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Catisons. Nein, nicht Let's Play, Let's Try. Jetzt sage ich hier schon Let's Play, aber das hier ist noch eine Alpha-Version von Catisons. Das heißt, hier sind wahrscheinlich viele Sachen noch gar nicht drin, die irgendwann noch eingefügt werden müssen. Wir blicken auch erst einfach nur mal rein, um zu gucken, wie es läuft, was wir hier alles so tun müssen. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr ein bisschen Spaß dabei habt, wie hier unsere Katzen durch die Gegend wuseln. Wir haben jetzt 4 Häuser, das heißt, alle sind versorgt. Warum ist denn Leandra so schlecht drauf? Hast du schon wieder unten geschlafen, Mädel? Och, immer derselbe Mist hier. Das gibt's ja nicht. Okay, aber als nächstes brauchen wir auf jeden Fall eine Brücke. Die können wir ja dann hier so bauen. Ich glaube, ich mache das von hier aus mal so rüber. So. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. So, dann können wir hier weitermachen. Leandra, du könntest doch einfach mal ins Badehaus gehen, wie wär's? Dann bist du gleich viel besser gelaunt. Und vergisst, dass du hier... Alter! Badehaus! Nicht irgendwelche random anderen Sachen, bitte. Mann, Mann, Mann. Wie soll man das denn hinkriegen? Jetzt bin ich allerdings am Überlegen, wie ich das Ganze hier am besten hinkriege. Denn letztendlich, wir brauchen ja noch, wir wollten noch rausfinden, wie das mit dem... Oh, was wünschst du dir? Meat. Ja, das machen wir noch. Was möchtest du? Personally chop down trees for wood. Okay, Misty, wenn du unbedingt Bäume hacken möchtest, den Wunsch erfülle ich dir gerne. Da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. So, Thomas, hier baust du die Brücke, das ist cool. Und hier hinten haben wir noch irgendwelches Zeug, das eingesammelt werden muss. So, hier hinten darfst du sammeln. Läuft. Okay. Ich möchte allerdings noch rausfinden, wie das mit den verschiedenen Gruppen funktioniert. Ich frage mich, ob da irgendwie jetzt so eine... ob man den Charakter hier irgendwie ansprechen muss. Ah, hier. Ah, wie cool. Die können sich hier so ein bisschen anfreunden. Das ist ja witzig. Okay. Beguiling Charm. Ich glaube, ich charme sie erstmal. Bevor sie mich hier zum Apprentice nimmt. What? Misty had contracted fleas? Was? Covered in tiny little bugs with itchy bites. Take a bath at the bathhouse to get rid of them before you infect the entire town. Ja gut, dann gehst du erstmal baden, bitteschön. Eieiei. Fearing the worst. Oh je, der geht's jetzt nicht so gut. Ach Misty, du bist eine Heldenkatze, echt. Holst dir erstmal Flöhe. So, Pandora. Wollte ich nicht, dass du hier mit, Mensch. Kompliment. Komplimentier sie doch mal. Freundet euch doch mal ein bisschen an hier. Na, was wird das hier? Ich glaube, die stehen sich so ein bisschen im Weg momentan. So, dann mach das doch mal von hier. So viele Katzen. Alter! Oh, Mann, also das ist natürlich so ein bisschen blöd gewählt. Wo rennst du denn jetzt hin? Chatwith? So, Misty, hast du deine Flöhe jetzt nicht mehr? Gut, dann kannst du jetzt noch ein paar Bäume hacken. Oh my. So, wo ist denn der Thomas? Hat der schon hier seine Brücke fertig? Yep. Oh, das ist cool. So. Aber Pandora soll ja eigentlich hier mal noch fragen, ob sie Lust hat... oh Mann, alter Schwede, das ist so lästig. Hier. Okay, Misty hat 5 Bäume gehackt. Ja, jetzt renn doch nicht gleich weg. Lass uns mal über Höhen sprechen. Boah. Also manchmal...
So. Die verstehen sich gut. Also komm, lass doch mal hier. Ich würde gerne von dir das Kämpfen lernen. Wie wär's? Yeah! Nummer 1, Katze. Super. Dann trainier hier mal ein bisschen. Okay, Leandra, du darfst jetzt erstmal hier über die Brücke und gucken, was wir hier Schönes finden. Hoffentlich irgendwas Cooles. Und nicht so viele Killerschweine oder so. Wo hatten wir hier eigentlich den Angelplatz? Denn das wäre doch der perfekte die perfekte Ecke für Misty zum Fischen. So, Leandra. Lass uns doch hier mal schauen, was wir finden. Eieiei. Huch, was ist denn das hier? Ein kaputter Baum? Oh, fuck, was ist das denn hier? Ulla. Uff. Uiuiui, okay. Hier müssen wir ordentlich fighten. Ach, du lieber Himmel. Wow. Was sind das denn hier für Viecher? Orks oder was? Goblins. Wow. Uiuiui, okay, du kommst jetzt besser hier mit. Smoky kann hochleveln, das ist gut. Oh, was soll er denn lernen? Ich glaube, der lernt Livestock. So, mehr Dekorationen. Ah, ich sehe schon. Also wir müssen Pandora definitiv ausbilden. Also künftig sollten wir hier mit zwei Kampfkatzen irgendwie durch die Gegend rennen. Und wir brauchen auch einen zweiten Farmer. Denn es gibt hier zwei Wege, mit denen wir irgendwie uns weiterentwickeln können. Das heißt, Oreo, du eh gut kochen kannst. Stell dich doch mal hier dem Smoky vor und redet mal ein bisschen. Red doch mal über Catnip. Der andere mag Catnip auch ganz gerne. Hier, du bist ein toller Farmer. Wie wär's? Kochen ist doch toll. Hallo? Kochen. Na, läuft. Okay. Lass mal spielen. Spielen ist auch gut. Okay, darf ich dein Schüler sein? Yeah! Okay, dann haben wir hier den nächsten. Das finde ich gut. Okay, dann darfst du jetzt auch eine Runde pennen. Pandora muss allerdings noch ein bisschen üben, was die Kämpferei angeht. So, eine Kampfgruppe kann ich bilden. Group 1, Hotkey 1. Click the Add Group Button oder Control plus 1 to assign the currently selected characters to this group. Okay. Oh my. Control. Okay, und Leandra. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen... Ha. Wo ist denn hier der Add Group Button? Haben wir den hier irgendwo? Muss ich mal testen, ob das irgendwie ein bisschen besser geht. Was ist das hier? Certify as Professional. Okay. Wir können uns aber jetzt noch neue Leute dazu holen. Oh, was ist das denn hier? Houdini. Möchte nur in einer beliebten Stadt leben. Okay. Und ist ja charming. Okay. Oh my. Was haben wir hier? Einen ängstlichen, verschlafenen und nicht kontrollierbaren... Oh nee, das... Ich nehme mal Houdini. Houdini klingt irgendwie cool. So, wir sollen hier noch ein paar Dekorationen kaufen.
Das geht jetzt wieder richtig ins Geld, fürchte ich. Dekoration. Was haben wir denn hier noch Schönes? Huh. Können wir hier können wir das hier so reinstellen in die Buden oder so? Ich fürchte nicht. Ach, die muss ich hier hinstellen. Ah, okay. Hm. Na, ich weiß ja nicht. Da nehme ich doch lieber ein paar Pflanzen. Wie viel kostet das Ding? 3? Alter Schwede, das ist aber ganz schön teuer, Mensch. Oh, wir haben das schon gewonnen. Cool. Das ist gut. Ich habe hier nur eine Mini-Pflanze gekauft. Yay. Oh, mein. So. Houdini. Da ist Houdini. Okay. Schön, dich zu sehen, Houdini. Du könntest ja mal ein bisschen Catnip ernten. Das können wir auch brauchen. Ah, okay. Wir haben hier so eine Select-Ecke. Okay. Was machst du? Training-Dummy. Okay. Sie übt jetzt hier erst einmal. Ja, aber bis Level 1 wäre das natürlich schon hilfreich, damit sie überhaupt irgendwas trifft. Und dann müssen wir sie und Leandra dann mal zusammen losschicken gegen diese komischen Goblinoiden oder was das auch immer sein soll. Ah, was gibt's denn hier Neues? Gebäude. Ah, okay. Wir haben Ställe und eine Taverne, aber wir haben hier nicht genügend notwendige Ressourcen. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen kloppen gehen. Was ist das hier? Upgrade a building. Okay. Ich kann Gebäude upgraden, das wusste ich auch noch nicht. Kann ich das hier irgendwie verbessern? Oh ja, Upgrade Comfort. Make the furniture more comfortable. Okay. Kann man hier irgendwas upgraden? Ich glaube mal. Upgrade Shops. Das hier können wir machen. Das ist dann ein Shop, ein Job für Thomas. Der freut sich dann schon. So, warum bist denn du schlecht drauf? Okay, du solltest dich vielleicht mal putzen. Okay. Sie hat zumindest jetzt genügend Erfahrungspunkte. Ich frage mich, was jetzt noch fehlt. Du kannst hier schon mal ein bisschen charmen. Und Thomas kann hier mal ein bisschen Affection showen. Ein bisschen Freundlichkeit zeigen. So, was können wir denn hier kaufen? Hier können wir verkaufen. Was haben wir denn hier Schönes? Flohhalsband. Ja gut, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht dringend. Hier ist auch nichts, was wir wirklich brauchen würden. Ist okay. Dann lassen wir das erste Mal. Wir sollen Gold sparen. Ja, Mensch, was habt ihr denn hier für ein Problem, ey? So, du könntest hier mal gathern. Weil wir haben hier eine Menge Gold rumliegen. So. Gruppe 1. Gehörst du jetzt hier auch dazu? Oder nicht? Ha. Huh. Nein, Pandora. So, wie kann sie denn professionell werden? Das muss ich mal rausfinden. Wahrscheinlich bei, bei Leandra. Kann ich hier irgendwie professionell werden? Ihr könnt ja miteinander spielen, ihr beiden. Das verrät mir das Spiel jetzt leider nicht, wie das geht. Das ist natürlich so ein bisschen blöd. Was kann ich hier machen? Oh, einen professionellen Anheuer? Nee. Also irgendwo muss es doch hier irgendwas geben, was ich hier machen kann, damit... Okay, was haben wir denn hier sonst noch? Brücken...
Hier noch irgendwas, was eventuell so aussieht, als könnten wir das brauchen? Was muss Pandora denn machen, damit sie jetzt ein Fighter wird? Das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Oh, warte mal, hier. Certify as professional. Ah, sehr gut. Jetzt darf sie hochleveln. Cool. Das kostet mich also immer Geld. I see. So, Mädels, ihr geht jetzt mal zusammen. Eine Runde los und haut mal auf ein paar Köpfe. Offensichtlich gibt es hier nämlich so ein paar Leute, die gerne verprügelt werden möchten. Yep, Goblin Grunt. Hallo, lieber Goblin Grunt. Wir kommen jetzt wieder. Und sagen freundlich Hallo. Und dann zünden wir deine Bude an. So, das hätten wir. Ich muss mal eben Smokey in das Badehaus schicken. Also, dass die hier so leicht irgendwie. Tatsächlich, ich muss hier tatsächlich Goblinhäuser anzünden. Oh Mann, das ist ja ganz schön brutal. Heidewitzka. Alter Schwede. Immer schön draufhauen, Leute. Ganz schön brutale Katzen irgendwie. Destroy. Oh, investigate. A shrill voice rings from the hut. Also wir hören eine schrille Stimme aus dem Inneren der Hütte. Bring mir einen mysterious toadstool for my potions and I'll cast a spell to change your personality. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Pilz. Okay, also die Hexenhütte, die brennen wir jetzt mal nicht ab. Vielleicht. Ah, warte mal, hier hinten gibt es diese komischen Pilze, okay. Also, wenn wir irgendwie eine Katze haben, die etwas komische Werte hat, dann können wir die hier ändern. Das ist ja witzig. Finde ich gut irgendwie. Ah, guck mal, da ist nochmal so ein komischer Goblin. Haut mal drauf, hier, Mädels. Und hier sind gleich nochmal. Da ist nochmal einer. Ist aber nicht nett. Immer auf den Schwächsten. Komm, Leandra, servier ihm mal. Jawohl. Alter Schwede, ey. Mädels, ihr seid ja ganz schön brutal. Was ist das denn hier? Oh. Wow. Lupin Matriarch. Okay. Also die Gegend hier ist echt brutal. Also man muss definitiv aufpassen, wo man hinrennt. Aber das macht nichts. Wir sind jetzt hier erstmal ein bisschen am Erkunden. Das läuft ja ganz gut und wir haben erstmal ein paar Hütten abgebrannt. Alter Schwede, Mensch. So, ich glaube aber, die Mädels sind jetzt auch langsam müde und wollen pennen gehen, genau. Dann geh doch schlafen. Du darfst auch nach Hause. So, entspann dich mal. Ihr habt hier super Arbeit geleistet. Gleich mal ein paar Goblins angezündet. Genauer gesagt, ihren Hütten. Ganz schön brutal irgendwie. Wobei man dazu sagen muss, es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Unter anderem eben einen friedlichen, bei dem man sich nur um den Aufbau kümmert. Und ich habe jetzt hier den mittleren genommen, bei dem es eben die gesamte Erfahrung gibt. Also müssen wir hier auch ein bisschen mehr ums Kämpfen uns Gedanken machen. Eat fish. Okay, Oreo möchte gerne Fisch essen. Haben wir hier überhaupt Fisch? Oh ja, wir haben Fisch. Wenn du Fisch haben möchtest, dann steh gefälligst dafür auf. 6 Dekorationen, also Smokey, so langsam wird es hier ein bisschen teuer mit deinem Geschmack. Heilwitzka. So, gleich geht die Laune in die Höhe. Wir haben Fisch gegessen. Juhu. Intellect. They say eating fish is good for brain health. Okay. Oh, Fisch macht die Katzen intelligenter. Das ist ja witzig. Okay. Wer weiß, wofür man das nicht mal brauchen kann. Und Thomas, du könntest. Was machst denn du eigentlich hier? Der sammelt. Ja, das ist auch dringend mal nötig hier. Komm hier, helf mal gathern.
Sonst wird das ja nie was. So, Houdini. Ich glaube, der hat noch kein Zuhause. Oder? Er hat immerhin Catnip gegessen. Ja. Nee, wobei, wir haben 8 Schlafplätze und 8 Katzen. Also das geht jetzt gerade so auf. So. Orion möchte gerne Fisch essen. Kriegen wir hin. Kriegst auch einen Fisch. Komm, hau dir mal einen Fisch rein. Ich fürchte, das hier wird jetzt nichts mit dem Gold. Oder? Wer hatte sich das denn gewünscht? Wer hat sich das gewünscht? Ich glaube, das war ein Pandora. Dann geh du doch hier einfach mal einsammeln. Und ich glaube, ich schicke Orion mit. Ich glaube mal, für den Lupin-Matriarch müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr werkeln. Aber als nächstes geht es dann hier definitiv in diese Richtung. Ihr Lieben, wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich Enter the Plains. Das dürfte dann wahrscheinlich hier hinten irgendwo sein. Das heißt, in der nächsten Folge müssen wir noch ein bisschen erkunden. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Catizens, mit unserem Let's Try und den Katzen, die hier ihre nette Siedlung basteln. Übrigens haben auch die Türen Katzenohren, was mir jetzt erst auffällt und irgendwie voll süß ist. Oh Mann. Ah, egal. Also, ihr Lieben, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö!